laut dem schlauen Teil hier ist in diese Richtung in etwa der Mont Blanc. Irgendwann ist auch der fällig, wenn ich mal fitter bin. So ein richtiger kleiner Schneesturm. Ah, jetzt ist es richtig scheiße kalt durch den Wind. Auf der Suche nach Schnee hat es mich wieder einmal in den Schwarzwald verschlagen. Der Bernauer Hochtalsteig ist ein 15 Kilometer langer Wanderweg, der mich auf 1348 Meter bringen wird. Gute Aussichten für Schnee. Ja, mit dem Wetter haben wir es heute erstaunlicherweise auch gut erwischt, zumindest bislang. Und ja, die Gegend, ihr seht es selber, hammergeil. Für all diejenigen, die es mal nachwandern möchten, das ist der Bernauer Hochtalsteig. War die denn dieses Jahr auch schon draußen und habt eine Wanderung gemacht? Falls ja, schreibt es mal in die Kommentare. Und erste kleine Schneeflocken rieselt es gerade runter. Ah, schön, richtig schön. Bin ich da froh, draußen zu sein. Ja, so ein bisschen eisiger Untergrund hat es dann stellenweise schon. Aber ja, verhältnismäßig wenig Schnee auf jeden Fall. Ja, hier sind wir jetzt in einem Bereich, wo ziemlich viel abgeholzt wurde. Wahrscheinlich aufgrund der ganzen Windschäden, die über die Jahre so entstanden sind. Wenn ich jetzt gerade hier hinten die Schneise da anschaue, da hat es dann doch einiges umgehauen. Und ja, das muss natürlich dann auch weggefällt werden. Und ja, dennoch hat es eine ganz eigene Atmosphäre. Nachdem ich den Wald fürs Erste hinter mich gebracht hatte, überquerte ich einen kargen, steppenartigen Abschnitt. Traumhaft. Ja, die erste schöne Aussicht, aber es geht noch höher. Ja, es wechselt sich immer ab. Schnee, Sonne, leichter Regen, ja, Winter eben. Mit zunehmender Höhe nahm auch die Schneemenge deutlich zu. Da es sich hierbei um glatte Altschneefelder handelte, musste man besonders aufpassen,
damit man nicht auf der Nase landete. Wenige Meter trennten mich noch vom Gipfel. Das Spießhorn ist ein 1348 Meter hoher Berg. Der Gipfel befindet sich auf der Grenze zwischen St. Blasien und Bernau. Auf dem Gipfel steht ein Aussichtspavillon, wo man bei guter Sicht bis tief in die Alpen blicken kann. Wir sind jetzt am Gipfel angekommen. Hier hinten seht ihr noch den Herzogerhorn. Da gibt es auch ein Video. Ich verlinke es gerade mal oben. Da war ich auch schon. War auch eine richtig geile Tour. Aber Leute, gönnt euch einfach mal diese herrliche Aussicht. Laut dem schlauen Teil hier ist in diese Richtung in etwa der Mont Blanc irgendwann. Irgendwann ist auch der fällig, wenn ich mal fitter bin. Ja, wie ihr seht, zieht es hinter mir richtig heftig zu. Es sieht so aus, als ob es noch ein bisschen ungemütlicher wird. Richtig heftig. So ein richtiger kleiner Schneesturm. Ja, jetzt ist es richtig scheiße kalt durch den Wind. Ja, Freunde, wie ihr seht, verschwindet langsam die Sonne hinterm Berg und somit möchte ich die Tour jetzt auch ausklingen lassen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Einige schauen regelmäßig, aber haben noch nicht abonniert, das kostet euch gar nichts und ihr seid immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns in dem nächsten Video. Macht's gut, haut rein, ciao, ciao.